Ich glaube, ich mache das mal so ein bisschen Uncut-mäßig, aber ich quatsch halt hier und da mal ein bisschen über was, ne? Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Portimao und F1 2021. Heute fahren wir auf dieser Strecke mit dem Fahrer, der in diesem Jahr das Rennen dort gewonnen hat, Lewis Hamilton, und schauen uns die Strecke mal ein bisschen an. Wir fahren auf KI-Stufe 103. Vielleicht bin ich noch ein bisschen underpowered. Im Livestream habe ich mir die Strecke ja schon angeschaut, kam nicht wirklich damit der zurecht. Es gibt einige sehr tückische Stellen, auf die werden wir eingehen, wenn es soweit ist. Aber nichtsdestotrotz, insgesamt habe ich das Gefühl, dass ich vielleicht auf dieser Strecke noch ein bisschen zulegen muss, um mitzuhalten. Oder vielleicht ist auch die KI ein bisschen zu stark auf dieser Strecke. Wer weiß, das werden wir im Laufe der nächsten Wochen nochmal sehen. Weil, ja, entweder ich kann mich da noch besser einfahren oder aber es ist eine Problemstrecke von mir. Oder vielleicht ist die KI wirklich ein bisschen OP. Wäre halt nicht die erste Strecke, wo das passiert. Gehen wir rein, let's go. Ich habe mich auf Platz 10 qualifiziert, also schon mal kein perfektes Qualifying. Mal gucken, was jetzt kommt. So, und direkt sieht man, das Auto ist ein bisschen beim Anfahren schwammiger, würde ich sagen. Der Alpine, wild. Was auch ein bisschen signalisiert, die Autos sind insbesondere in langsamen Kurven so ein bisschen jetzt schwammiger. Ja, also brechen ein bisschen eher aus, aber dafür kannst du sie noch abfangen. Das finde ich eigentlich sogar ganz nett. In schnellen Kurven sind die Autos deutlich stabiler geworden. Also in langsamen Kurven bin ich mir noch unschlüssig. Ich glaube, da sind die hier und da noch ein bisschen nicht ganz optimal, aber in schnellen Kurven ist es klar besser. So, hier, das ist eine riesige Problemkurve. Da kann man super leicht die Kontrolle verlieren. Stellenweise auch ohne wirklich nachvollziehen zu können, warum. Geht's hier mal kurz über die Track Limits. Links den Berg hoch. Eine Sache, die ich euch mit der neuen Fahrphysik empfehlen kann, stellt das Auto möglichst gerade beim Anbremsen. Ansonsten schlittert ihr extrem in eine Kurve rein. Also müsst ihr vorsichtiger beim Bremsen sein. Das alte Bremsmuster quasi könnt ihr nicht mehr so verfolgen mit dem Trailbreaken. Ihr müsst euch da so ein bisschen dran gewöhnen, vorsichtiger anzubremsen. So, bam, am Ende hat der Ferrari keine Power mehr. Wir schon. Damit geht's hier easy vorbei. Und ich muss sagen, die letzte Kurve gefällt mir in Portimao sehr. Hier zum Beispiel merkt man das extrem gut. Wenn du da ein bisschen in die Kurve reinlenkst, während du anfängst anzubremsen, schwierig. So, hier hat die KI gefühlt immer sehr viel Power. Aber hier bremst du schon ungefähr vor dem 100-Meter-Schild. Du kannst eigentlich nach dem 100-Meter-Schild bremsen. Jetzt mal ein bisschen vorsichtiger hier und da. Und da sieht man, so, Auto steht quer, kannst es trotzdem hier und da noch abfahren. Ah. Ja, Portimao ist natürlich noch nicht komplett in Fleisch und Blut übergegangen bei mir. Also ich werde hier definitiv manchmal noch Fehler machen. Hier zum Beispiel war ich in der letzten Runde auch super slow. Du kannst sehr viel später bremsen und vom Gas gehen, als ich es vorhin gemacht habe. Im Rennen geht es aber noch ein bisschen nach vorne, das ist ganz gut. Ja, ansonsten, wie gesagt, Portimao an für sich eine sehr coole Strecke. Es gibt halt nur zwei, drei Problemkurven. Da musst du enorm aufpassen. Aber so vom Grundkonzept her finde ich die Strecke eigentlich geil. Auch was die letzte Kurve angeht, dann die schöne Start-Ziel-Gerade. Schicke Strecke und schön, dass wir sie haben. So, hier ist das Auto ein bisschen rutschiger. So, DRS haben wir jetzt hier. Ich bremse mal versetzt an. Und ihr seht, wie viel später ich hier auf die Bremse steigen konnte als Ricardo. Zeigt schon mal sehr viel besser das Auto. Sonst, jetzt habe ich eine Frage, sind die Red Bull eventuell deutlich stärker geworden mit dem Patch? Oh! Das ist eine Problemkurve. Aber wie ich gehört habe, soll die auch in AC-Mods, also Assetto Corsa-Mods, schwierig zu fahren sein. Ich würde jetzt AC-Mods nicht unbedingt als die größte Referenz sehen, was jetzt so, ja, ich sag mal, Realismus angeht. Nicht zwingend zumindest. Eieiei. Hier kann man übrigens viel früher aufs Gas, als man denkt am Anfang, ne?
Weil die Kurve macht extrem auf dort. Finde ich eigentlich ganz geil. So, let's go, let's go, let's go. Hab sogar ein bisschen DRS weniger verbraucht, als ich könnte, aber trotzdem geht der Gesamtstand runter. So, und hier haben wir's. Auto stand nicht komplett gerade. Und ihr seht, das Auto bricht beim Anbremsen ein bisschen aus. Ja, wie kommt die auf Portimao zurecht? Müsste die KI vielleicht ein bisschen runterstellen? Könnte sie vielleicht sogar ein bisschen hochstellen? Oder sagt ihr, es ist gut gebalanced? Teilt sie mir mal gerne mit, das würde mich interessieren. Im Vergleich zu anderen Strecken. Ich meine, gut, in Silverstone zum Beispiel musste man die KI ja auch immer wieder mal runterdrehen. Ansonsten war ich am Anfang recht enttäuscht von dem Update, weil das sich wie ein sehr, sehr halbgarer Aufguss angefühlt hat. Ich muss auch sagen, ich bin noch nicht vollends überzeugt. Ich finde, manche Sachen hätte man auch schon noch ändern können, so die neue Physik. Also die letztlich vollendete Physik hätte ich mir halt jetzt schon gewünscht, aber ja, mal gucken, was sich da noch in den folgenden Wochen noch ändert. So. Neue Strategie. Jetzt sag nicht, dass ich früher reinkommen soll. Oh ne. Zwei Runden später, okay. Dave haushaltet die Reifen ja mal richtig krass. So, das initiale Anbremsen, wie gesagt. Safe. Jetzt vielleicht ein bisschen näher kommen. Ja, die haben so einen guten Exit immer aus dieser Kurve. Dann können die durch die Bergaufkurve so gut durchfahren, dass ich keine Chance habe, da richtig ranzukommen. Hier einmal runterschalten reicht, by the way, meist, um hier anzubremsen. Oh. Und wenn jemand mal nach dem Setup fragen möchte, das ist im Prinzip das Setup, mit dem Jano Oppmeyer kurzzeitig zumindest den Weltrekord gehalten hat. Da gibt es halt fast minütlich jetzt einen neuen Weltrekord. Also Stand jetzt zur Videoaufnahme ist Simon Weigang Weltrekordhalter auf dieser Strecke. Ich glaube, ich mache das mal so ein bisschen Uncut-mäßig, aber ich quatsch halt hier und da mal ein bisschen über was, ne? Hier zum Beispiel in der letzten Kurve sieht man halt extrem gut. Tatsächlich hat sich das Fahrverhalten in schnellen Kurven, und das war irgendwann tatsächlich mein größter Kritikpunkt. Nicht mal, dass man sich aus langsamen Kurven herausdreht, weil da kann sich ja irgendwie noch drauf einstellen, sondern dass man aus schnellen Kurven heraus sich dreht. Das hat sich auf jeden Fall gelegt. Wir fahren gerade mit Dreier Stabilisator hinten und Dreier Radaufhängung hinten. Und das bedeutet, in beiden Fällen haben wir nicht den niedrigsten Wert. Und das hatte ich zumindest, was den Stabilisator, der in schnellen Kurven höheren Einfluss hat, hatte ich da immer den niedrigsten Wert hinten und vorne halt einen höheren Wert als 1. Jetzt fahren wir halt 1. Also insgesamt haben wir ein übersteuernderes Setup. Die Autos sind grundsätzlich untersteuernder. Insbesondere in schnellen Kurven. Und insgesamt muss ich sagen, bin ich zufrieden, was so die Änderung angeht. Das ist auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen zurückhalten, das jetzt so final zu beurteilen, weil ich das auch noch nicht ganz hundertprozentig nochmal aussagen möchte, ob das jetzt wirklich schon ausreichend ist, um zu sagen quasi, jo, grünes Licht für F1 2021. Aber ich muss sagen, ich finde es gut, dass es zumindest in eine richtige Richtung geht. So, DRS. Jetzt nochmal ein bisschen sparen. 50% ist gut. Bleiben dran. 1.19.6. Also die Zeiten sehen eigentlich ganz okay aus. Keine Ahnung, was Bottas da vorne fährt. Und ich verlasse bis jetzt die Track Limits quasi gar nicht. Ich könnte jetzt behaupten, ich fahre auf streng. Das tue ich jetzt auch. Ich fahre auf streng. Ne, Quatsch. Die Track Limits sind aber tatsächlich hier sehr, sehr seltsam. Also es ist auch schon im Stream zwei, dreimal vorgekommen, dass ich die Strecke komplett verlassen habe. Also neben der weißen Linie war. Und tatsächlich das Spiel, das ich dachte so, ah, kannst du machen. Ist jetzt nicht so schlimm, ne? So, immer noch hinten dran an
Lando. Und wie gesagt, hier, das ist so eine Kurve. Da bin ich halt extrem vorsichtig. Ich würde hier beim Runterfahren erst quasi hochschalten, wenn ihr wirklich das Auto gerade gestellt habt, weil das macht bei den Höhenunterschieden tatsächlich einen Rieseneffekt aus. Nicht schalten, wenn ihr quasi gleichzeitig lenkt, eine Bergaufpassage oder Bergabpassage fahrt und ja, dann halt schalten wollt, weil es drei Sachen sind, die das Auto quasi aus der Ruhe bringen können. Und das kann gefährlich sein. Und mir fällt gerade auf, ich habe die Pit-Einfahrt nicht geübt. Ah! Okay, jetzt probiere ich es mal gegen Lando. Mal gucken, wie die KI hier reagiert. Okay, das war nicht gut. Ist mein Flügel kaputt? Falls ja, ich spule mal kurz zurück. Okay. Weil es wäre Stand jetzt ein bisschen unsinnig, wenn ich sagen würde, ja gut, dann haben wir das Rennen halt jetzt ein bisschen versammelt. Oh, wir wollen ja ein schönes Rennen sehen. Diese Kurve. So. Oh, auch hier wieder Auto nicht ganz gerade gewesen beim Anbremsen. Da habe ich wirklich mal später gebremst. Ihr habt es gemerkt, ich habe erst gebremst, als ich den Scheitel wirklich gesehen habe. Und dann ist es sehr viel unruhiger. Aber ihr könnt da wirklich bremsen, wenn ihr den Scheitel dann seht. Also erst dann bremsen. So. Und wir bleiben trotzdem dran an Norris. Weiter so. Und der erste Wagen ist drin. Oh, da ist die Boxeneinfahrt. Gut zu sehen. Gut, die zu sehen. So. Verstappen, was hat er denn für eine schnellste Runde? Okay. Ja. Wie gesagt, die Frage nochmal an euch gestellt. Müsst ihr die KI hier runterstellen oder sagt ihr, oh nö, ist ganz gut gebalanced? Aktuell sind die Probleme anscheinend nur bei dir da, Dave. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Ja, und hier müsst ihr halt extrem vorsichtig sein mit der Lenkung. Also ihr merkt's, ne? Ich lenke da kaum ein. Ich mache die Lenkung extrem stark auf. Und hier auch anbremsen, wenn das Auto gerade steht. Wirklich Vollgas geben, wenn ihr vom Curb runter seid und so. Also ihr müsst aufpassen, dass das Auto hier doch durchaus in Ruhe liegt. Aber wie gesagt, dass das Auto oder dass die Autos jetzt deutlich langsamer sind, finde ich gut. Das macht die Autos viel, viel fahrbarer. Das macht die viel berechenbarer. Wahrscheinlich auch, weil zum Beispiel weniger Power drauf geht. Und ihr damit schneller reagieren könnt auf gewisse Sachen. Aber auch, weil allgemein ihr mehr Zeit habt für Sachen. Also nicht nur, dass halt das Auto nicht so zickig ist durch viel Power oder so, sondern auch, dass ihr viel mehr reagieren könnt und dadurch, dass das Fahrzeug eher untersteuernd jetzt geworden ist. So, jetzt mal ein bisschen später hier anbremsen. So geht das auch, ihr Lieben. Da sind wir auch direkt im grünen Bereich. Ach, davor war ich sogar purple. Cool. So, ich rewinde jetzt vielleicht, wenn ich einmal die Boxeneinfahrt dann verpasse. Oder viel zu schnell reinbretter. So, Untertourig fahren kann hier und da auch mal helfen. Ja, und ansonsten wird es noch weitere Videos geben. Vielleicht noch ein Dave gegen die Welt auf Portimao. Ansonsten überlege ich auch nochmal ein Video zu machen mit einem Fazit zu der Mod. Tests der KI auf anderen Strecken, damit man mal sieht, wie sich die KI-Performance sonst so geändert hat. So, und jetzt gehen wir mal rein. Okay, bei der Boxenmacherbremse war zu spät. Und wir machen sofort weiter. So, wir machen schnell einen Rewind und dann geht's weiter, ihr Lieben. Ich muss auch mal ganz kurz pausieren. So, let's go. Früher bremsen. Perfekt. Okay, links, wo sich quasi so diese eine schraffierte Fläche öffnet. Okay, wir sehen ein Red Bull. Verstappen ist komplett vorne weg. Dahinter dann Perez vor Bottas.
Und wir könnten vielleicht sogar noch vor den McLaren rauskommen, die hinter einem Williams festgegangen haben. Also es könnte ein gutes Vorzeichen sein. Okay, da hatte ich kurz ein bisschen Angst um mein Auto. Okay, Boxenausfahrt ist wild. Ich hoffe, dass da auch in Online-Rennen immer aufgepasst wird. Und sich da nicht über den Haufen fährt. So, wir haben jetzt deutlich frischere Reifen. Das Feld hat sich ein bisschen zerfasert vor uns. Also ich glaube, dass hinter dem Ferrari noch ein bisschen mehr los war. Haben wir vielleicht Gasly undercutted? Overcutted meine ich. Das ist jedes Mal bitter, wenn man dann einen dicken Quersteher hat. Aber das Ding ist halt, wie gesagt, man kann es abfangen. Das kostet Stand jetzt nur eine Zehntel etwa, wenn man da quer steht. Zumindest von einem Mercedes zu einem McLaren jetzt gerade. Zu Bottas würde ich wahrscheinlich zwei Zehntel an der Stelle dann verlieren. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht die Karriere um 5 Stufen oder so, oder vielleicht 10 Stufen sogar hier runterdrehen müsste, um Stand jetzt mitzuhalten. Aber wie gesagt, das ist Stand jetzt. Muss man mal gucken, wie es in Zukunft aussieht. Und jetzt sind wir dran an Ricardo. Und jetzt können wir auch langsam aber sicher in den Angriffsmodus gehen. 9,3 Sekunden ist natürlich schon eine Menge für 11 Runden. Ja, die Gerade hier ist halt super kurz. Da kannst du kaum irgendwie richtig Abstand gut machen. Uiuiuiuiuiui. So, sehr ruhig aus der Kurve rausgekommen. Halbe Zehntel zu Ricardo verloren, also die scheinen ohnehin mit ein bisschen mehr Grip als ich da rauszukommen. Oh. Gerade mit dem Quersteher. Bin nah genug dran. Das Gute ist, in der letzten Kurve kannst du auch theoretisch eine etwas abweichende Linie fahren und theoretisch ein bisschen mehr Schwung auf die Gerade mitnehmen. So, let's go. Nice. Gucken, ob wir Leclerc eingeholt kriegen. Ui, neue Strecke ist immer spannend, ne, wie sich das dann entwickelt. Wo man Zeit gewinnt, auch bei freier Fahrt dann. Da wird sich das natürlich elementar ändern, wo wir wie gut unterwegs sind. Jetzt müssen wir aktuell auch darauf achten, dass wir halt natürlich hinter dem McLaren sind und nicht irgendwo Auffahrunfälle provozieren. Norris tut sich gerade ein bisschen schwer. Ich probiere gleich mal in der Kurve, in der Linkskurve, die wir gerade hatten, etwas späteren Bremspunkt noch. Okay, Norris ist ein bisschen weiter weg als Ricardo, aber wir haben jetzt dieselben Bedingungen wie eben, außer dass er keinen Windschatten und kein DRS hat. Nice. Also für mich dieselben Bedingungen, für ihn halt nicht. Und Bottas hat Zeit verloren. Vermutlich wegen des Zweikampfs gegen Perez. Sag nicht, dass Norris nochmal rankommt. So, hier kann ich jetzt befreit sehr spät bremsen. Da sieht man auf der Bremse, bin ich auf 2,7 an den Ferrari rangekommen. Wenn ich beim Exit wieder ein bisschen was verloren habe. Oh. 3 Sekunden zu Leclerc. Aber von 10 auf 5 ist auch schon mal ein Schritt. Also, muss ehrlich gestehen, so extrem viel habe ich sogar nicht erwartet.
könnte vielleicht sagen, Dave, das ist doch enttäuscht, wenn du in einem Mercedes nicht unter den Top 4 am Ende landest. Als habe ich doch nicht später gebremst. Ich wollte die weiße Linie rechts als Referenz nutzen. Aber wie gesagt, dafür, wie ich unterwegs bin, wie die KI unterwegs ist, finde ich, ist das schon gar nicht mal so schlecht. 7 Sekunden zu Bottas. Oh. Manchmal ist es trotzdem noch schwierig in schnellen Kurven. Ja, die... Das Problem ist sogar, dass... Ich finde, dass es in manchen Kurven, wo ich es verstehen könnte, dass da Probleme gibt, dass es da sogar relativ ruhig ist, während es in anderen Kurven, wo ich denke, ey, das ist doch gar nicht mal so heftig, zum Beispiel halt Kurve 1 und der Exit insbesondere von Kurve 1, da unsettelst dich halt komplett. Jetzt merke ich auch gerade, dass ich leider extrem viel langsamer bin, sogar als der Ferrari, dass da auch halt super viel gerade noch fehlt. Heidewitzka. Gucken wir mal darauf, was ich jetzt falsch gemacht habe. Also vermutlich liegt es daran, dass ich links minimal auf den Curb gekommen bin. Und vielleicht, weil ich im vierten Gang war. Das könnten die zwei Dinger gewesen sein, die das jetzt provoziert haben. Happens. Wir fahren natürlich weiter. Wir wollen mal ein ganzes Rennen in Portimao sehen. Let's go. Okay. Bisschen später aufs Gas gegangen. Curb nicht berührt. Gut. Sonst hätten wir den Ausfall von Sainz nicht miterlebt, Leute. Das ist natürlich auch spannend. Das möchten wir natürlich mitbekommen. Ja, ich möchte auch vor allem mitbekommen, ob Lando mich nochmal angreifen kann oder nicht. Ja, Jeff, das war sehr subtil, mir mitzuteilen, dass er pro Runde eine halbe Sekunde ist, schneller ist. Warum wurde er disqualified? Natürlich wird sich die Lücke da niemals schließen. Digga, du fährst halt links schon auf dieser Riegrinne, ne? Weiß nicht, Digga, muss das? Wie gesagt, wir testen Portimao. Gucken wir weiter. Okay, wie viel später kann ich hier... Aber Hauptsache mir jetzt hier vor die Kiste bremsen und sich verbremsen. Uiuiui. Ja gut, dass die KI manchmal ein bisschen übermotiviert ist, das wissen wir ja. Jetzt weiß ich, dass ich dort aufpassen muss, wenn jemand hinter dir ist. Unbedingt weit links bleiben. Ei, auf den Körper anbremsen ist auch nicht so gut. Ricardo mit dem Quersteher des Grauens. Oh, da ist sogar Gasly vorbei. Krass. Komme ich nochmal ran an Norris? Ist das ganze Rennen über an ihm dran gewesen? Ich dachte, dass wir schneller sind, aber... Hat sich irgendwie herausgestellt, vielleicht nicht unbedingt. In der ersten Kurve könnte vielleicht das Shortshift von 5. in den 6. was bringen. Aber er fährt halt auch relativ weit raus. Also... Nach meiner Interpretation, natürlich könnte ich mich jetzt täuschen, klar. Bin ich da nicht so super viel weiter rausgefahren als er jetzt hier. Ich find's halt irgendwie strange, dass sie es da halt probieren, weil... Ist ja klar, was ich machen werde. Aber eine Sache muss ich sagen, ne? Also...
Auch wenn ich das Gefühl habe, insgesamt ist die KI mir ein bisschen zu stark. Wenn du die KI runterstellst, dann kann das, glaube ich, ein extrem nices Rennen sein, das man hier fahren kann. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass es so zwei Kurven gibt, wo die KI dich komplett abhängt. Und ab da ist das Racing quasi tot. So wie in Sandford, im Mittelsektor. Und deswegen gibt es tatsächlich ein Approved von mir für Portimao. Es gibt 3-4 Kurven, insbesondere wenn es steil bergauf und bergab geht, da wo wir uns letztlich gedreht haben. Kurve 8, das ist diese eine Haarnadel. Und die Kurve, wo er mir quasi in die Kiste gefahren ist. Da würde ich sagen, ist das Auto sehr nervös, passt da unbedingt auf. Aber ansonsten kriegt die Strecke eine Approved von mir. Und ihr habt ja gesehen, wo sie durchaus mal ein bisschen aggressiver reinstoßen. Und damit, ihr Lieben, hoffe ich, es hat euch bestens gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne beim nächsten Mal wieder einschalten und insbesondere gerne ein Abo raushauen. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr, insbesondere zu den ganzen Patches, die ja jetzt kommen. Auch zu diesem Patch, da gibt es ja noch eine Review, die jetzt erscheinen wird. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.